Ab dieser Woche kann man das neue Kapitel des Marvel Cinematic Universe in den deutschen Kinos sehen. Dabei handelt es sich um den 29. Film und die Geschichte von Thor wird weitererzählt in Thor 4, Love and Thunder. Der Gott des Donners Thor hat schon jede Menge erlebt. Er hat gegen die mächtigsten Gegner gekämpft, tiefe Freundschaften geschlossen, das Leben unter den Menschen schätzen gelernt, aber auch Familie und Freunde für immer verloren. Er ist gezeichnet von seinem Weg und versucht, seinen inneren Frieden zu finden. Doch sobald er ein Schlachtfeld betritt, bricht das Chaos aus und nichts und niemand sollte sich ihm in den Weg stellen. Doch dann taucht ein Wesen mit ganz eigener Geschichte auf, bewaffnet mit einem Schwert, das imstande ist, Götter abzuschlachten, und wird durch die Reihen der Übermächtigen geschwungen und hinterlässt dabei einen Pfad des Todes sowie Verderbens. Nun ist es an Thor, sich dem Götterschlechter gegenüberzustellen, um die Unschuldigsten zu schützen. Doch dabei steht ihm jemand zur Seite, der eine klaffende Wunde in seinem Herzen hinterlassen hat, und das bleibt nicht unbemerkt. Thor 4, Love and Thunder geht 119 Minuten, ist seit 12 Jahren freigegeben und startet ab dem 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos. Ist der 29. Film aus dem Marvel Cinematic Universe, dementsprechend Abenteuer, Action und Superheldenfilm. Und wir erleben Chris Hemsworth zum 8. Mal im Marvel Cinematic Universe in der Rolle des Thor mit einer gigantischen Physis, wo auch seine Trainer sagen, der war noch nie so fit, und man sieht das auch. Der sieht aus wie gemeißelt aus einer Marmorplatte. Chris Pratt als Actiondarsteller selbst sagte am Set, ey, der sieht so krass aus, das kann einen absolut einschüchtern. Also topfit erleben wir ihn erst einmal physisch in einer Geschichte, wo man sich ja fragen kann, weil Thor hat ja viel erlebt im Marvel Cinematic Universe. Wo geht diese Reise hin? Zuletzt in Thor 3 wurde sie unter der Regie von Taika Waititi, der einen sehr anarchischen Humor hat, einen ganz eigenen Stil zu inszenieren, auch sehr aufgebrochen, was die Tonalität angeht. In den Trailern zu Thor 4 konnte man wieder viel verrückte Musik, gemischt mit einer krassen Farbpalette, Guns N' Roses lässt grüßen, und auch dem eigenen Humor schon wieder verorten. Okay, könnte das wieder so ein typischer Taika Waititi-Film werden, oder wird das Marvel Cinematic Universe-Korsett, was sich immer enger schnallt, weil alles ja irgendwie zueinander passen muss, dafür sorgen, dass die Tonalität und diese eigene Art und Weise zu inszenieren verloren geht? Dementsprechend habe ich mich in den Kinositz gesetzt mit ein, zwei Fragezeichen, viel Hoffnung, weil ich nach den Trailern Bock hatte auf eine neue Thor-Geschichte, und auch die Frage, wie wird sich Christian Bale denn als Schurke machen? Und vorneweg sei gesagt, ihr müsst den Film wieder bis ganz zum Ende anschauen bzw. sitzen bleiben, wenn ihr nichts verpassen wollt. Es gibt eine Mit- und eine Post-Credits. Die solltet ihr dann auf jeden Fall mitnehmen, um auch nichts zu verlieren bzw. zu vergessen rund um diesen Film. Und dann ging der Vorhang auf und ich dachte, okay, was wird mich hier erwarten? Und ich war freudig überrascht, und das bis ganz zum Ende. Denn zum einen bekommen wir diesen typischen Humor von Waititi in den ersten 60, 70, 80 Minuten, in der vor allem Konflikte, dramatische Momente, ernstere Momente manchmal eben mit diesem Humor so überlagert werden, wo es sich nicht immer ganz rund anfühlt. Es gibt immer wieder auch so Witze, die nach dem gleichen Schema funktionieren, um ernste Situationen aufzubrechen, wo ich dann merkte, das wird manchmal, ich will nicht sagen langweilig, aber ein Ticken zu generisch. Aber gerade Richtung Showdown hat mich der Film wieder gepackt, emotional involviert. Vor allem, weil die Themen auch groß sind, weil es auch um Leben, um Entwicklung, um Weitergeben geht. Weil auch, und das finde ich richtig schön an Thor 4, ist ein Film ist, wenn ich den als Kind sehen würde, als Superheldenfilm, dann hätte ich den fantastisch gefunden. Weil er mir das Gefühl als Kind gibt, ich kann Teil sein dieser Welt. Warum? Das könnt ihr selbst im Kinosaal erleben, aber man bekommt eben eine besondere Bedeutung. Und das habe ich so in einem Superheldenfilm bisher noch nicht gesehen. Und auch wegen Christian Bale und Christian Bales Performance, weil wir hier einen Schurken haben, beziehungsweise einen Antagonisten, der Tiefe bekommt. Der bekommt Motiv, der bekommt auch durch sein Spiel, aber auch durch die Zeit, die man dafür verwendet, einfach genug Schichten, dass ich das Gefühl hatte, ey, Thanos habe ich bisher geliebt im Marvel Cinematic Universe, aber Gore steht dem nicht wirklich um so viel nach und hat vor allem viel weniger Screentime als Thanos hatte, um eine eigene Geschichte aufzubauen. Und dann ist es eben die Qualität von dem Bale, die sofort es schafft, die Stakes higher zu machen, die Bars zu raisen, also das, worum es geht in diesem Film, dass ich das Gefühl hatte, hier habe ich richtig Bock, dieses Abenteuer zu erleben, und vor allem am Ende dieses Films will ich auch sehen, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, dass Charaktere sich wirklich entwickeln, dass hier nächste Schritte eingeleitet werden, dass es auch mit einem Blick in die Zukunft geht, und ich muss immer so aufpassen, dass ich natürlich nicht spoilere an dieser Stelle, aber der Film hat mir was gegeben und tritt eben nicht so sehr auf der Stelle, und man bekommt Taika Waititi auf die Art und Weise, wie er eben Regie führt bei Thor 3, wie bei einem Fünfzimmer-Küche-Sarg, wie bei einem Jojo Rabbit, und er wird
könnte auch einen Star Wars Film machen, eben mit seiner ganz eigenen Tonalität, wo man die Sau rauslässt. Er mimt ja auch wieder Kork in diesem Film, sodass ich merke, okay, dieser Regisseur hinterlässt seine Handschrift, schafft es aber auch immer wieder, kleine positive Wunden zu hinterlassen, die vielleicht gar nicht so schnell heilen, aber die einen immer nachdenklich schaffen zu stimmen und vor allem, wo man sich gerne zurückerinnert. Und ich merkte auch nach Tor 4, boah, ich hab Bock, Tor 1, 2 und 3 zu schauen. Und wenn das passiert, ist das ehrlich gesagt ein richtig gutes Zeichen. Also wenn ihr euch auf Tor 4 freut, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Ich finde, den kann man im Kinosaal genießen, weil man was zum Lachen hat, unterhalten wird, weil auch die Kamera sehr clever arbeitet, wenn es darum geht, Gags einzufangen. Darüber reden wir gleich. Eine schöne Farbpalette, ein schöner Soundtrack. Insgesamt der Film sich auch nicht zu sehr in so einem Marvel-Zwang ergeben muss und gleichzeitig es aber auch wirklich um etwas geht. Reden wir jetzt über den Cast. Chris Hemsworth als Thor. Die Physis, die ist wirklich pervers, krass, gut anzusehen, sodass man auch als Mann denkt, ey, wie muss er sich anfühlen, so auszusehen? Was der sich an Muskeln drauf geschafft hat, ist wirklich unglaublich. Aber vor allem, ich mag auch, wie er, und das muss an einer guten Inszenierung auch liegen, es schafft vom Timing her, die Witze schön rauszuarbeiten. Chris Hemsworth schafft es hier, seine Figur weiterzutragen. Auch so Themen wie Eifersucht auf einer ganz anderen Ebene werden immer wieder als kleine, sehr witzige Momente herausgespielt. Und trotzdem geht es eben aber auch um die eigene Vergangenheit, um die Hingabe, auch wie Menschen sind, was Menschen eigen ist, auch wenn man selbst ein Gott ist und vor allem gar nicht unbedingt unbesiegt sein zu müssen. Das alles zusammen ergibt eben so Motive, wo man das Gefühl hat, sich A, identifizieren zu können und B, einfach in so ein wirbeliges, kunterbuntes Abenteuer hineingeworfen zu werden, wo nicht alles zu ernst genommen wird, aber manche Dinge sehr ernst genommen werden. Und ich finde, er trägt hier weiter gut, weil auch eben ein Christian Bale als Gore the God Butcher auf der anderen Seite steht. Nach der Dark Knight Trilogie hat er gesagt, er will eigentlich nie wieder Teil eines Superheldenfilms sein, weil Superheldenfilme schauspielerisch für ihn nicht das wären, was ihn herausfordert. Vor allem fand er damals das Batman-Kostüm so grausig zu tragen, schlichtweg, wenn man damit nicht auf Toilette gehen kann, dass das echt belastend und einschränkend sei. Aber als er auf der einen Seite wusste, Taika Waititi führt Regie und er ihn als Regisseur sehr schätzt, er hat dieses Skript gesehen, hat er gesagt, okay, da will ich dabei sein. Und man versteht auch, warum. Schon in die erste Eröffnungssequenz geht an Gore. Und es geht darum zu charakterisieren, was ist das Motiv, was ist das Glaube, woraus wird Motiv und letztendlich auch eine gewisse Wut und Hass geboren. Und das ist einfach toll gespielt. Weil ich in wenigen Sekunden, und das können eben nur gute Schauspieler, transportiert bekomme, was sind denn Ängste? Was sind Verluste? Was sind Sorgen? Und worauf wandelt das eben? Zu was sind wir fähig, wenn bestimmte Dinge eben passieren? Ich werde nicht spoilern an dieser Stelle, aber sofort bekommt diese Figur Charakter und ist nicht nur die böse Figur, die Böses will und vor allem auch, warum sie nachher sich an bestimmte Figuren richtet und mit diesen welche Dinge tut, ergibt sich eben aus dieser Öffnungssequenz. Und ich finde das ein gut geschriebenes Skript und vor allem verstehe ich dann auch, warum Bale sagt, diese Figur hat eine Substanz und die kann er den ganzen Film tragen und da gibt es auch einen Wandel immer wieder drin und ist auch teilweise wirklich gruselig und schaurig, sodass ich sage, hey, ist mir vielleicht sogar zu gruselig, beim FSK 12 ein 12-jähriges Kind da reinzusetzen, aber seine Performance, man kann es von einem Christian Bale hoffen und fast erwarten, er liefert ab und das gibt dem Film Tiefe und Klasse, finde ich, ihn als Gegenspieler zu haben. Natalie Portman als Jane Foster, hier muss man ein bisschen aufpassen, was man wahrscheinlich sagt. Wir sehen sie im Trailer in einem Torgewand, sie kann den Hammer tragen, auch dort gibt es die ein oder andere Überraschung, aber vor allem, sie ist auch eine Oscar-Preisträgerin und Momente, die man eher 0815 runterspielt, könnte, bekommen bei ihr eine Wirkung. Dinge, die passieren, in die Zukunft zu blicken, Dinge, die sich verändern werden, aber auch zurückzublicken auf eine gemeinsame Geschichte, sind Dinge, die uns einmal emotional involvieren und gleichzeitig aber auch immer wieder mit Verlust, mit Liebe, mit Hingabe, mit Verantwortung, Zugehörigkeit, dem Weitergeben zu tun haben. Und das sind alles so Dinge, die kann man gut verpacken, wenn sie gut geschrieben und gespielt sind oder so beiläufig erzählen, dass sie nie eine Gravitas haben. Hier, finde ich, gibt es immer wieder genug Momente, sodass sich das aufbäumt zu etwas, was mich emotional berührt hat. Und deswegen danke Natalie Portman, dass sie für diese Figur hier dabei ist und ich finde es auch schön, wohin sich das entwickelt und mehr kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Vielleicht, wenn David und ich ausführlich unseren Podcast darüber reden, da können wir dann, denke ich, mehr spoilern an dieser Stelle. Das hat so ein bisschen zur Folge, neben dem Chris Hemsworth, dem Christian Bale, der Natalie Portman und ihren Geschichten, dass dann Tessa Thompson als Valkyrie, ich will nicht sagen, hinten unterfällt, aber der Fokus der Geschichte vom Drehbuch liegt nicht so stark auf ihr und auch schauspielerisch kann sie da ehrlich gesagt nicht ganz mithalten. So fühlt es sich an wie eine Figur, die etwas Beiwerk ist und es ist gut, sie dabei zu haben. Essentiell für den Film ist sie nicht und man bräuchte sie nicht unbedingt. Sie ist eine tolle Schauspielerin, aber eben nur auf einem Level, dass die anderen sie da übertrumpfen. Dann gibt es auch, das sind wir aus den Thor-Filmen vorher auch schon, haben wir es erlebt, Überraschungsgastauftritte. Wir wissen aus den Trailern auch, die Guardians sind in irgendeiner Form mal dabei, da will ich auch nicht
nicht darauf weiter eingehen. Und bis hin zu Performances anderer Figuren. Wir haben schon den Russell Crowe mal in dem Trailer gesehen, aber ich möchte darauf alles nicht eingehen. Ich glaube, da diskutiert man dann an anderer Stelle mal drüber. Auf jeden Fall gibt es da einiges zu sehen, zu entdecken, auch ein bisschen Spaß zu haben. Das ist eben klar, wenn Taika Waititi die Regie führt an dieser Stelle. Und vor allem, dass auch nicht wenig namhafte Leute bereit wären, ihm mal zu folgen, für den ein oder anderen Idee etwas einzubauen. Rein technisch ist die Kameraarbeit sehr wild, sehr cool. Ich mag auch diese Effekte in diesem typischen Thor-Look, was Blitze und so weiter angeht. Ist es diese Wertigkeit, die wir aus dem Marvel Cinematic Universe gewohnt sind, der Film komplett in Australien gedreht. Ich kann auch da wieder nicht spoilern, an welche Orte wird uns das alles führen. Aber ich mag an der Kamera vor allem auch, dass sie immer wieder mit dem Stehenlassen von Reaktionen sowohl hier und da etwas Dramatik herausarbeiten kann, aber eben auch einen schönen Witz über das Thema Eifersucht. Und das auf einer Ebene, die kann man nach den Trailern ehrlich gesagt gar nicht erahnen. Und das möchte ich euch gerne nur mitgeben, wenn ihr es dann im Kino seht. Ihr könnt gerne mal darauf achten, wie man eigentlich mit bestimmten Blickwinkeln, Perspektiven, wann etwas ins Bild rutscht, man eben einen schönen Witz erzeugen kann. Und das in Kombination mit einem Chris Hemsworth, der eben auch ein Gespür für ein gutes Timing hat tatsächlich. Die Musik, Guns N' Roses lässt grüßen, aber auch insgesamt der Soundtrack immer wieder recht wild, sehr aufgedreht und dann aber auch insgesamt, was den Score angeht, durchkomponiert. Das passt sich für mich gut ein, hat sich immer wieder positiv angefühlt, weil eben mir zur Abwechslung diese Musik nicht die Emotionen reindrücken will und übertriumphierend darstellen will, die ich nicht fühle, sondern ich kann da erzählerisch mitgehen. Das liegt an einem guten Cast, einem guten Drehbuch, einer guten Regie, einem Look, der, ich finde, auch aus dem Marvel Cinematic Universe herausstechen kann. Und dann passt so eine Musik eben auch, sodass ich da das Gefühl hatte, das ist ein schönes Paket und macht Spaß, das zu erleben an dieser Stelle. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag bzw. Zwischenbeitrag, weil mir fiel auf, als ich die Review fertig gedreht habe, ich habe vergessen, über Kostüme als Department zu sprechen. Und das ist bei Thor Love and Thunder gar nicht so uninteressant, weil wir Thor in verschiedensten Stilen sehen. Das ist dann von sehr rockig bis hin zu dem, was er sich quasi schon errungen hat im Laufe seines Weges und damit auch Witze verbunden sind. Gerade wenn es um Helme geht, fand ich die Reichhaltigkeiten auch auf die Wesen, die getroffen wird, als sehr variabel, sehr unterschiedlich und sehr angenehm. Was Kostüm und Make-up angeht, steckt da auch eine Menge Talent drin, eine Menge Varianz drin und das ist mir ebenfalls positiv aufgefallen. Nachtrag, Zwischentrag, Ende. Und so will ich es gar nicht ewig in die Länge ziehen, aber ich weiß an diesem vierten Thor-Teil zu schätzen, dass vor allem, wenn ich ein Kind wäre, und ich meine, das ist der 29. Film von einem Franchise, der mich voll reinziehen würde und das Potenzial hat, für mich Thor eine der coolsten Figuren überhaupt sein zu lassen und vor allem so diesen Glaube an Superkräfte und sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich die hätte. Es gab, glaube ich, noch nie so viel Identifikationspotenzial in einem Marvel-Film für junge Menschen wie in diesem. Und das finde ich eine richtig schöne Sache, an diese eben zu denken, mitzunehmen, weil irgendwo dort wird ja immer auch so diese Freude an diesen Superhelden und Kräften geboren. Der Film ist witzig, er bekommt mich hinten raus emotional. Ich mag den Weg, der gezeichnet wird und ich will auch wissen, wie er weitergeht. Er ist vor allem auch nicht zu lang geraten, weil gerade die letzten Marvel-Filme gefühlt immer auch zu sehr ihre Längen hatten, dann weit über 2 Stunden gefühlt waren. Der ist so knapp unter 2 Stunden. Das tut ihm gut, auch wenn vielleicht hier und dort 5 oder 10 Minuten hätten rausgekonnt aus meiner Stelle, ist er aber insgesamt keiner, der sich zu lang anfühlt. Ich finde Christian Bale als Gore eine richtig feine Wahl. Man konnte es im Trailer schon erahnen. Ich finde aber auch in diesem Film bewahrheitet sich das und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil gerade Superheldenfilme ein Genre sind, die mit einem guten oder schlechten Schurken ganz schnell stehen oder fallen können. Und hier muss man sagen, Taika Waititi hat es geschafft, seine Handschrift zu bemühen, sich nicht einengen zu lassen von Marvel oder Disney und der Idee, sondern hat genug freie Hand, dass man wiedererkennt, dass er eben die Regie führt. Auch wenn der ein oder andere Gag und vor allem das Schema, was dahinter erkennbar wird, dann einfach zu viel wird, sich kannibalisiert. So ab 20, 30 Minuten merkt man so, mach mal ein bisschen weniger Witz, bleib vielleicht ein bisschen mehr beim roten Faden. So ging es mir. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele von euch draußen es genau andersrum sehen und sagen, ey, genau davon lebt für mich dieser Marvel-Film. Und ich glaube, da gibt es eben so 2 Perspektiven. Aber am Ende ein Film, den ich nochmal sehen will, den ich bestimmt auch in Verbindung mit Thor 3 nochmal sehen will und dem ich gerne 8,5 von 10 möglichen Punkten als Abenteuer-Action-Superheldenfilm gebe und 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Review drehe, habe ich ihn vor, ich glaube, 2 Tagen gesehen und ich merke, wie meine Gedanken immer wieder zurückrutschen und das ist ein gutes Zeichen und ich Lust habe, mir nochmal einzelne Szenen durch den Kopf gehen zu lassen und dementsprechend, ey, keine Nullnummer, nichts, was nicht Spaß macht. Ich glaube, wenn man sich nach den Trailern auf Thor 4 gefreut hat, bekommt man einen Film, der zumindest mal sehenswert ist und man nicht rausgeht und sagt, was war das denn jetzt, das war mein Geld nicht wert. Und dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Thor 4 Love and Thunder in den Kinos und bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.